Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Nagelvideo. Wie versprochen wird wieder geredet mit der lieben Ramona. Ciao! Jetzt die Mirror Mails, das letzte Video kann ich unten verlinken schon, haben wir schon abgemacht. Jetzt müssen wir diese zwei Nägel reparieren und das werde ich euch jetzt schnell zeigen, wie man das macht. Okay, die habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt. Wir werden jetzt falsche Nägel kleben und das ist der Kleber dazu. Hier hat es ja ganz verschiedene Nägel drin. Magari poi aprirlo veloce, faccio vedere. Ihr seht, es hat ganz verschiedene, zuerst von verschiedenen Größen. Zuerst messt man die ab, also man schaut, welche hat ungefähr die Größe von deinem Nagelbett. Das haben wir jetzt schon rausgesucht und danach werden wir die jetzt ankleben. Mit diesem Kleber, wenn ihr fragt, man kann sie auch mit dem Gel verlängern, aber das dauert bei mir, das dauert bei mir nicht länger, weil bei mir ja durch die Arbeit gehen die Nägel kaputt und durch das geht es schneller, sie anzukleben. Und wegen dem kleben wir sie an. Und los geht's. Bald habe ich wieder normale Nägel. Wird der Kleber aufgetragen. Und dann presst man sie ganz stark drauf. So, jetzt habe ich schöne Krallen und so haben wir das jetzt schon fertig. Nee. Jetzt zeige ich euch, wie man das von dem verwandelt, dass es nur natürlich aussieht wie die anderen natürlichen Nägel. Okay, als erstes müssen sie natürlich gekürzt werden auf die ungefähre Länge der anderen Nägel. Tack. Tack. Jetzt wird gefeilt, jetzt wird sozusagen die Form angegeben wie die anderen, nachdem der Kleber natürlich getrocknet ist. Jetzt wird einfach gefeilt, zuerst mit der groben Feile. Nachher wird mit diesem kleinen Buffer hier drüber gegangen, dass es alles schön einheitlich ist. Und dann sieht es aus, als wäre es deine, also sieht es aus, als wären es deine eigenen Nägel. So, und nachher sieht das so aus. Natürlich sind jetzt, die sind jetzt weißer vorne dran, aber es wird ja sowieso drüber und hier sieht man fast nicht. Also sie sind einfach weißer, aber wenn dann drüber die Farbe kommt, dann sieht man nichts mehr. Aber so sind die Nägel wieder lang und sie sind hart, also sie sollten nicht abbrechen. So, als erstes haben wir jetzt den Pret & Prime aufgetragen. Dann jetzt kommt dieser Soft Ball drauf, damit das alles besser hält. Dann tun wir jetzt den Camouflage drauf. Wir machen Baby Boomer Nails, das ist ja momentan mega im Trend. Aber ich denke mit Glitzer, weil sonst ist mir das zu langweilig. Es kommt Camouflage drauf. Dann kommt das French, das wird nachher gemixt, das seht ihr. Und zum Schluss noch Modellage Gel, Champions Choice. Und das wird jetzt gemacht. Bin gespannt, wie es nachher aussieht. Von dem Produkt braucht man sehr wenig, es langt nur ein kleiner Tropfen für alle 5 Finger. Jetzt tragen wir das Weiße auf den French Perfect Gel in Milky, aber wir werden nachher auch noch Natur nehmen, um das zu vermixen. Baby Boomer Nails sind sozusagen diese mega natürlichen Nägel, die sehen aus wie... kann man fast sagen, wie Fake-Nägel, die draufgeklebt wurden, aber das wird gezeichnet, sagen, dass es unten rosafarben ist und oben weiß und dann wird das eben in der Mitte vermischt, wie sie jetzt das am Machen ist. Wir machen jetzt jeden Finger einzeln, damit man es fürs Filmen, damit ihr das besser sieht. Dann wird das hochgezogen mit dem Pinsel. Jetzt nehmen wir den Natur, damit es ein bisschen besser vermixt und es besser aussieht. Das Geheimnis ist einfach alles gut verblenden. Das sieht schon mega geil aus. Aber das ist fast schon zu langweilig für mich. Wir werden nachher ganz viel Glitzer und Bling Bling drauf tun. Jetzt werden sie wieder gefeilt, damit sie schön flach sind und nicht allzu dick und alle und schön eben. Das ist immer der Fehler, wenn ihr zu dicke Nägel oder wenn man euch zu dicke Nägel macht, dann wurde zu wenig gefeilt oder nicht gut gefeilt. Also zu viel darf man ja auch nicht. Jetzt geht das Produkt wieder weg. Es muss einfach schön einheitlich sein. Natürlich waren mir die Nägel so zu langweilig und jetzt machen wir ganz viel Bling Bling drauf. Baby Boomer Nails mit Bling Bling. Auch Skuda. Skuda. Nachher kommt noch der Gloss drüber und dann ist das fertig. Yeah.